Hey, heute sprechen wir über sehr kleine Lebewesen. Sie sind weder Pflanzen noch Tiere. Sie sind überall. Manche von ihnen können gefährlich sein, aber die meisten sind es nicht. Weißt du, wovon ich rede? Wenn du Blauwale gesagt hast, ist es falsch. Blauwale sind riesig und sie sind Tiere. Und wie ich gesagt habe, sind diese Lebewesen weder Tiere noch Pflanzen. Na komm schon, es war lustig. Oh, danke, es war nicht nötig. Wie auch immer, heute habe ich eine Geschichte für dich über Bakterien. Und am Ende des Videos habe ich ein Rätsel für dich. Und hier ist die Geschichte über Bakterien, die Überleben sprechen. Warum Menschen Bakterien verabscheuen? Hier haben wir zwei Bakterien. Das ist das ältere Bakterium und das ist das jüngere Bakterium. Sie sprechen. Das jüngere Bakterium sagt: Hey, sag mir mal was. Mir ist aufgefallen, dass wir alle deinem Beispiel folgen. Liegt es daran, dass du der Älteste bist? Nein, aber ich weiß, wo ich Reste finde, die wir essen können, sagt das ältere Bakterium. Mir ist aufgefallen, dass. This means I've noticed that. Deinem Beispiel folgen, dem Beispiel von jemandem folgen. This means to follow someone's lead. Liegt es daran, dass? Es liegt daran, dass means this is because. Reste means leftovers. Hier kannst du Reste sehen. Die Reise ist so lang und langweilig. Lass uns reden. Worüber möchtest du reden? Über das Essen? Das Essen und andere Notwendigkeiten des Lebens. Sag mal, warum verabscheuen die Leute uns überhaupt? Wir sind so winzig klein, dass sie uns nicht einmal sehen. Die Leute hassen uns, seitdem sie den Zusammenhang zwischen uns und den Krankheiten hergestellt haben, die einige von uns verursachen. Notwendigkeiten des Lebens. This means necessities of life. Verabscheuen. To abhor. Winzig klein. Teeny. Very small. Bakterien sind wirklich winzig klein oder sehr, sehr klein, kann man auch sagen. Um sie zu sehen, braucht man ein Mikroskop. Und nicht so ein hier, ein Elektronenmikroskop. Ein viel leistungsfähigeres Mikroskop. Und noch was. Erinnerst du dich an den komischen Witz am Anfang dieses Videos mit dem Blauwal? Wenn du sehen möchtest, wie sich Bakterien und Blauwale tatsächlich in der Größe unterscheiden oder wie sich viele andere Dinge in der Größe unterscheiden, habe ich ein Video auf Englisch, How Big and How Small Things Are, Size Comparisons, auf meinem Prosper Science Kanal. Also schau es dir an, wenn du Lust hast. Du kannst auch meinen Artikel auf meinem Prosper Coder Blog lesen, wenn du Lust hast. Das ist auch auf Englisch. Die Links findest du unten in der Videobeschreibung. Hassen, this means to loathe, to hate. Den Zusammenhang herstellen. Den Zusammenhang herstellen means to make a connection, to make the connection. Verursachen, this means to cause. Verursachen wir wirklich Krankheiten? Die meisten von uns nicht, aber einige schon. Wir rasen in heillosem Durcheinander durch die Körper der Menschen und manchmal geraten wir außer Kontrolle. Wir rasen in heillosem Durcheinander. Rasen means to hurry, to race. In heillosem Durcheinander, pell-mell. Hier siehst du, was in heillosem Durcheinander bedeutet.
Manchmal geraten wir außer Kontrolle. Außer Kontrolle geraten. To get out of hand. Out of control. Wie halten Sie uns in Schach? Sie kämpfen mit allen Mitteln. Manchmal gewinnen Sie, manchmal gewinnen wir. Am schlimmsten ist es, wenn Sie Ihre Häuser blitzsauber halten. Dann bleibt uns kein Essen übrig. Wie halten Sie uns in Schach? In Schach halten means to keep at bay. Sie kämpfen mit allen Mitteln. Mit allen Mitteln means tooth and nail. Blitzsauber. Blitzsauber is spick and span, very clean. Und hier siehst du, was blitzsauber bedeutet. Dann bleibt uns kein Essen übrig. Übrig bleiben means to be left over. Es ist heutzutage nicht einfach, ein Bakterium zu sein. Heutzutage means nowadays. Good, and now let's have a look at this story one more time. Warum Menschen Bakterien verabscheuen? Hey, sag mir mal was. Mir ist aufgefallen, dass wir alle deinem Beispiel folgen. Liegt es daran, dass du der Älteste bist? Nein, aber ich weiß, wo ich Reste finde, die wir essen können. Die Reise ist so lang und langweilig. Lass uns reden. Worüber möchtest du reden? Über das Essen? Das Essen und andere Notwendigkeiten des Lebens. Sag mal, warum verabscheuen die Leute uns überhaupt? Wir sind so winzig klein, dass sie uns nicht einmal sehen. Die Leute hassen uns, seitdem sie den Zusammenhang zwischen uns und den Krankheiten hergestellt haben, die einige von uns verursachen. Verursachen wir wirklich Krankheiten? Die meisten von uns nicht, aber einige schon. Wir rasen in heillosem Durcheinander durch die Körper der Menschen und manchmal geraten wir außer Kontrolle. Wie halten Sie uns in Schach? Sie kämpfen mit allen Mitteln. Manchmal gewinnen Sie, manchmal gewinnen wir. Am schlimmsten ist es, wenn Sie Ihre Häuser blitzsauber halten. Dann bleibt uns kein Essen übrig. Es ist heutzutage nicht einfach, ein Bakterium zu sein. Now, let me speak English for a minute. Now, if you like this video and would like to see more content like this, make sure to subscribe to my Prospero German YouTube channel and also visit my blog at prosperolingo.com. You can see the link over here. And also, please subscribe to my mailing list and newsletter. I have a present for all my subscribers. It's my 121-page ebook, Subjunctive Mood, which covers the subjunctive mood in German. So Konjunktiv 1, Konjunktiv 2, conditionals, and lots of stuff like that. Besides, the PDF covers lots of verb-related stuff, like verb inflection, irregular verbs, and many, many more. You will find the links down in the video description. Now, if you want to learn the same vocabulary in English, French, or Spanish, feel free to watch my other videos on my other YouTube channels. You will find the links down in the description. Und jetzt habe ich ein Rätsel für dich. Hier siehst du ein Bild. Was ist denn das? Wenn du die Antwort kennst, schreib sie mal unten in die Kommentare. Und die richtige Antwort gebe ich dir in meinem nächsten Video. Okay, that's it for this video. If you like it, a thumbs up would be great. Also, make sure to subscribe for future videos. If you want to leave a comment or ask a question, welcome to do so. Thanks for watching.